Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Iris Klein und Peter Klein, denn ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass ich zuletzt, ich glaube, es war in der letzten Woche oder ich weiß schon gar nicht mehr genau, wann es war, ein Interview mit Peter Klein gemacht habe. Ich fand das sehr cool, ich fand das sehr ausführlich und viele von euch haben so gesagt, ja, da wird bestimmt Iris Klein drauf reagieren. Es gab jetzt eine Reaktion darauf in Form eines Interviews. Was genau passiert ist und was sie genau dazu gesagt hat und was es für ein Interview war, das alles erfahrt ihr in diesem Video. So, meine Lieben, willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle hier am Start seid und gleich vorab, ja, ich möchte mal zwei, drei Sachen sagen. Also erstens, viele von euch haben ja gesagt, wenn du ein Interview mit Peter Klein machst, dann musst du auch mit Iris Klein eins machen. Also erstmal, natürlich muss ich nicht, aber ich hätte auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich weiß aber, dass sie keine YouTube-Interviews machen möchte, ja. Wahrscheinlich empfindet sie das als, weiß ich nicht, minderwertig. Vielleicht hat sie noch nicht mitbekommen, dass die ganzen jungen Leute und auch älteren Leute im Internet unterwegs sind, was ja eigentlich auch der beste Beweis ist bei ihr auf Instagram, weil sie verdient ja viel Geld damit. Ne? Also insofern wäre das natürlich eine mega Plattform und man hat ja irgendwie auch bei Peter gesehen, dass wir nicht vor Gericht sind. Ich meine, ich habe Fragen gestellt, ist da was gelaufen und habe auch noch zwei andere so ein paar Details gestellt. Aber es ist natürlich klar, dass wir hier nicht vor Gericht sind und ich nicht jedes Detail abfrage. Das würde ich natürlich auch mit Iris nicht machen. In jedem Fall ist es so, dass dann viele von euch gesagt haben, ja, ich glaube, die Iris hat sowieso keine Reaktion drauf geben oder drauf machen, aber dann gab es eine, ja. Der Kumpel von mir, Malkiel, hat ein Video gemacht als Siri Groß, kennt er ja wahrscheinlich, und er hat der Iris Fragen geschickt per WhatsApp und sie hat auf Voice oder per Voice geantwortet, weil sie ja eben dieses klassische YouTube-Interview nicht haben möchte. Ich muss euch ehrlich sagen, auf diese Sache mit den Voices würde ich mich persönlich nicht einlassen. Das ist einfach nichts, was ich mag, weil dadurch einfach kein Gesprächsfluss und kein Gesprächsverlauf entsteht. Nichtsdestotrotz waren da einige Sachen drin, wo ich jetzt kurz darauf reagieren würde. Ich werde euch aber nur ein paar Auszüge darin vortragen, die ich für mich als am meisten relevant empfunden habe. Ich verlinke euch das komplette Interview unten nochmal, da könnt ihr das angucken. Und ich verlinke euch auch nochmal mein Interview unten mit Peter Klein, dann könnt ihr das auch nochmal angucken. Also so das große Thema von den Fragen, die ich euch jetzt rausgesucht habe, ist natürlich die Frage so, was ist mit der Scheidung, warum ist es noch nicht dazu gekommen, wer hat damals was bezahlt, von wem kam das Geld und von wem nicht. Das ist so ein bisschen die Grundthematik des Interviews unter anderem gewesen. Oder besser gesagt, habe ich mich darauf in jedem Fall fokussiert. Ja? Und wir fangen doch mal einleitend damit an, dass ja der Peter bei mir im Interview gesagt hat, dass er sich wie, wie ein Hund im Käfig quasi gefühlt hat. Ich hole schon meinen Laptop ran, denn ich habe hier die Sachen mir schon rausgeschnitten, die ich euch zeigen werde. Dass er sich wie ein Hund im Käfig gefühlt hat während der Beziehung und darauf wird Iris jetzt was sagen, denn Malkiel oder besser gesagt Siri Groß hat da mal ein bisschen nachgehakt. Jetzt habe ich Iris gefragt, Iris, sag mal, was hast du denn da dazu zu sagen, dass der Triebpeter sagt, er wäre wie ein Hund im Käfig kalte Woche? Also fast wie eure Hund. Okay, zu Frage nur eins. Kannst du notieren, wenn er wirklich wie ein Hund im Käfig gelebt hat, da kann er sich doch glücklich schätzen, hat dreimal am Tag ein Leckerli von mir bekommen und hat zweimal am Tag Auslauf gehabt und sein Napf war auch immer gefüllt. Ich weiß gar nicht, was er sich beschwert. Ja, also diese Antwort hat Iris ein bisschen mit Humor genommen und ich möchte auch noch mal ganz kurz etwas dazu sagen, weil mir auch eingefallen ist oder besser gesagt aufgefallen ist, dass viele Leute so geschrieben haben, so ja, die Charaktereigenschaften und bla bla, die sind ihm erst nach 20 Jahren aufgefallen, verstehe ich gar nicht. Dann denke ich mir so, Leute, Menschen verändern sich im Laufe von 20 Jahren. Ich bin auch nicht mehr der Mensch, der ich vor 5 Jahren war und ich bin erst recht nicht mehr der Mensch, der ich vor 10 Jahren war. Menschen verändern sich und es kann einfach manchmal sein, dass man sich in so unterschiedliche Richtungen entwickelt, dass man einfach nach 20 Jahren Ehe knapp sagt oder nach 18 Jahren, passt nicht mehr, will ich nicht mehr. Also immer dieses Argument so, ja, das wusstest du doch vorher und du wusstest vorher, worauf du dich einlässt, finde ich ehrlich gesagt immer schwierig, weil Menschen sich verändern. Jetzt geht es nochmal ganz kurz über diese Thematik. Wer hat jetzt was gemacht? War sie Hausfrau? War er Hausmann? Hat er gearbeitet und das Geld verdient? Wie war das Ganze damals? Und wir hören auch da nochmal ganz kurz rein, was Iris generell zu diesem Thema zu sagen hat. Er hat ja alles gebaut, er hat renoviert, er hat finanziert, er hat ja gesagt, sie war so lange Hausfrau und sie verdient ja erst seit kurzem und er hat immer nur das Geld beigeschafft, ja. Irisle, was sagst du denn dazu? Okay, und zu Punkt 4 kann ich sagen, Hausfrau war ich genau 5 Monate und zwar von Mai
2017 bis Oktober 2017. Da war ich tatsächlich nur Hausfrau. Da hatten wir nämlich das Restaurant geschlossen. Ansonsten habe ich meinen Nochmann mit 40.000 Euro Schulden kennengelernt. Und er musste 3.000 Euro Unterhalt jeden Monat bezahlen. Das heißt, das Geld, was er verdient hat, ging sowieso komplett für Unterhalt drauf. Und gelebt haben wir auch da schon damals von mir und von meiner Kneipe. Also auch da glaube ich, dass ehrlich gesagt vielleicht die falschen Formulierungen gefallen sind. Also ich glaube, dass Peter jetzt nicht damit sagen wollte, generell, so habe ich das jedenfalls nicht wahrgenommen, dass sie quasi nie gearbeitet hat früher und dass er das Geld verdient hat, sondern ich glaube, das war ehrlich gesagt eher so gemeint, dass er meinte, dass halt diese Öffentlichkeit noch nicht dabei war, dass die TV-Shows nicht dabei waren, dass das Influencer-Thema noch nicht dabei war und einfach nicht die großen Gelder geflossen sind wie in den letzten Jahren. Ich glaube, deswegen meinte er das so, weil er sich wahrscheinlich, wie gesagt, meine freie Interpretation, weil er sich dadurch so ein bisschen abgewertet gefühlt hat, so nach dem Motto, dass er nichts beigetragen hat und deswegen wollte er das ein bisschen ins rechte Licht rücken. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt sagen kann. Man sagt ja immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist jetzt so meine Wahrheit, was in der Mitte liegt. Wie es am Ende war, kann ich nicht beurteilen. Was ich an dieser Aussage wieder so ein bisschen problematisch finde, ist einfach, dass dieses jetzt mit diesen 40.000 Euro Schulden mit erwähnt, weil ich mir so denke, das ist ja eigentlich nicht relevant für diesen Sachverhalt, ne? Also das droppt sie jetzt wieder so und da geht es jetzt wieder in diese Thematik rein, wo immer so persönliche Sachen kommuniziert werden, die man vielleicht nicht kommunizieren werden sollten, aber das ist auf jeden Fall ihr Ding. So, dann habe ich jetzt noch einen interessanten Punkt, denn jetzt geht es um das Thema Scheidung. Also bei mir im Interview, auch nochmal Überraschung, Thema Scheidung. Bei mir im Interview hat der Peter ja gesagt, dass er einfach quasi nicht mit 0 Euro abgespeist werden möchte. Ja, also dass er quasi auch einen Anteil an dem Vermögen in Anführungsstrichen haben möchte oder was ausgezahlt bekommen werden möchte, wie auch immer. Es gibt ja rein faktisch keine Einigung zu diesem Thema und es gibt auch irgendwie kein Ehevertrag und die sind ja wohl nach spanischem Recht verheiratet, soweit wie ich das verstanden habe. Da ist es dann, glaube ich, irgendwie so, dass du halt nach ein paar Jahren oder nach ein paar Jahren, nach 6 Jahren oder nach 7 Jahren automatisch geschieden bist. Ich frage mich ehrlich gesagt nur immer, wann das irgendwie ist, weil da müssen ja irgendwie beide offiziell belegen, so wir sind von dem Tag an getrennte Wege gegangen. Wisst ihr, was ich meine? Sonst kann ja einfach jemand nach 5 Jahren sagen, was, Scheidung? Nö, wir sind die ganze Zeit zusammen. Okay, aber habe ich keine Ahnung von. Wenn ihr davon Ahnung habt, könnt ihr gerne mal was dazu sagen. Und wir hören uns doch jetzt nochmal an, was Iris zu diesem Thema zu sagen hat. Iris, nochmal zu dem Thema Scheidung. Jetzt ist es ja so, dass auf Mallorca gibt es ja, glaube ich, keine Zugewinngemeinschaft oder so irgendwas. Ne? Und da kann man ja auch schneller geschieden werden. Wie sieht das jetzt eigentlich aktuell aus? Was sind da die Pläne? Ja, ich hoffe, dass er die Scheidung will, aber das Geld, was er will, steht ihm nicht zu. Denn das war mein Haus ganz alleine und ich habe das auch ganz alleine bezahlt. Damals schon mit der Dschungelcamp-Gage, das ging komplett in das Haus rein, war komplett meins. Und ich habe es auch jahrelang, also 10 Jahre abbezahlt, damit hat er nichts zu tun. Und dass er innen drin renoviert hat, ja, die Tapeten sind längst weg. Und die Außenfassade soll er mir doch eine Rechnung stellen. In Deutschland hätte ich jetzt natürlich gesagt, wenn das dann demnach eine Zugewinngemeinschaft ist, dann kann man jetzt natürlich nicht einfach sagen, irgendwie so, ja, das steht der Person nicht zu, das muss man dann irgendwie aushandeln oder im schlimmsten Fall entscheidet das ein Gericht dann wahrscheinlich, weiß ich jetzt gar nicht, ne? Aber Fakt ist, man muss es irgendwie lösen oder man sitzt es halt aus. Ich finde, aussitzen ist immer, ja, eine sehr schwierige Lösung, aber man muss ja jetzt hier auch fairerweise sagen, dass sie ja gesagt hat, er kann ihr eine Rechnung stellen als Beispiel für die Außenfassade, ja, also das ist ja zum Beispiel schon wieder ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, dass sie ja schon auf eine gewisse Art und Weise, ich sag jetzt mal, kompromissbereit ist, weil vorher hat sie ja gesagt, ihm steht es nicht zu oder ihm steht nichts zu und dann hat sie aber gesagt, so, ich bin ja bereit, eine Rechnung zu bezahlen. Also ich finde, das ist ja schon mal ein Signal, dass Iris bereit ist, darüber zu sprechen. Der nächste Punkt, den habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, ah ja, das ist auch sehr interessant und zwar geht es dann nochmal um diese Thematik, im Schatten der Familie stehen, er hat ja, also das habe ich ja danach gefragt, ob er sich da mal so ein bisschen im Schatten der Familie gesehen hat, weil er möchte ja jetzt irgendwie auch Fernsehen machen, macht er ja auch aktuell Wettkampf in 4 Wänden und möchte vielleicht auch noch andere Sachen machen. Darüber hat Iris auch nochmal was gesagt und was sie genau gesagt hat, das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Du hast ja ein Interview gegeben, ne? Iris, was stimmt da davor jetzt eigentlich? Was ich in dem Bild-Interview gesagt habe, hat ja alles gestimmt und es ist alles eingetroffen. Er hat ja gesagt, er renoviert die Finca für sie und er will mit ihr die Formate. Und im Schatten der Familie kommt er nicht weiter als Sänger. Und jetzt sagt er das selbst im Interview. Und vorher hat er es abgestritten. Also
Ehrlich wird am längsten und Lügen haben kurze Beine. Und er ist 1,70. Ja, das mit den Lügen haben kurze Beine ist mal ein Spruch, der stimmt. Das auf seine Körpergröße zu beziehen, finde ich jetzt natürlich schwierig, weil Iris ist ja auch ein eher sehr kleiner Mensch. Ne? Dann wäre ja jede kleine Frau im Prinzip per se eine Lügnerin. Ist natürlich Quatsch. Und generell mit diesem Thema Öffentlichkeit, ich lese so ganz oft, dass die Leute sagen, ja, ohne Iris wärst du dies, das, jenes nicht. Und dann denke ich mir so, das ist doch aber immer ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Also ich meine, Iris wäre heute auch nicht so populär, wenn ihre Tochter nicht Daniela Katzenberger wäre und die nicht so populär geworden wäre. Jetzt gibt es dann bestimmt wieder Leute, die sagen, ja, die Iris war vorher schon im Fernsehen, war bei Big Brother und so, das weiß ich alles. Aber das waren ja kleine Auftritte, wo sie nicht das große Rampenlicht hatte. Also Iris Klein war ja nicht im Dschungel, weil sie Iris Klein ist, also irgendwie schon, aber sie war ja in erster Linie dort, weil sie die Mutter von Daniela Katzenberger ist und nur deswegen im Laufe der Jahre immer in diesen Doku-Soaps auch ab und an mal zu sehen war. Und so ist es halt auch bei Peter gewesen. Ne? Also Peter, klar, ist halt jetzt irgendwie in Anführungsstrichen eine öffentliche Person geworden. War er zwar auch vorher schon, aber weil er halt mit Iris Klein zusammen war und die halt als Paar dann irgendwo aufgetaucht sind. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt immer so ein bisschen schade, wenn man das irgendwie so versucht, so zu sagen, ja, du bist ja nur wegen dieses, jenes. Ja, aber das ist ja bei Iris genauso. Und der letzte Punkt, den ich mir nochmal aufgeschrieben habe, ist so generell dieses Thema Arbeiten. Wer wie, wo, wann gearbeitet hat, gerade in dieser Corona-Debatte, da ging es auch nochmal so ein bisschen drum. In der Corona-Zeit, da war das ja alles ein bisschen anders, gerade auch natürlich in Spanien, in diesem Bereich. Und was sie da gesagt hat, das hören wir uns doch jetzt mal an. Ajo, ging es ihm nur noch um Follower. Klar, der wollte jetzt halt auch nochmal durchstarten mit seiner Midlife-Crisis. 1,70 und genauso breit. Jo, ich meine, mit euch alle zusammen sind es ja auch so 2 Millionen Follower, die es da gibt. Also ist schon ein bisschen was zum Abgrasen da. Nein, falsch. Dann kommst du auf fast 4 Millionen. Denn 2,2 hatte die Daniela schon. Und dann der Lukas. Die Jenny hat ja auch über 700. Also kommst du fast auf 4 Millionen Follower. Aber wie gesagt, die letzten 3 Jahre, ich meine gut, 2 Jahre davon war ja Corona auf der Insel, da hat er gar nichts mehr gearbeitet. Da war der nur von morgens bis abends im Fitnessstudio. Also was will er mir erzählen? Und wenn er dann gesagt hat, er geht arbeiten und ich habe ihn dann angerufen, weil ich gefragt habe, was er essen will in seinem Futternapf. Ajo, der Napf. Den darf man ja nicht vergessen. Der Napf, ne? Hast du mal aus dem Käfig rausgelassen. Dann hat er gesagt, er ist auf Arbeit. Und hinterher habe ich rausgekriegt, dass er Kaffee trinken war. Und war nur in der Sonne gesessen. Und mir erzählt er dann, er ist tapezieren im Haus drin und hat einen Sonnenbrand, wenn er heimkommt. Also für wie blöd will der mich verkaufen? Ja, jo, schon ein bisschen, ne? Die ich sage. Alles, was ich an ihm verurteile, ist, warum hat er nicht schon vorher gesagt, dass er sich trennen will? Warum nicht, wenn er doch so unglücklich war, 20 Jahre? Naja, also da ging es jetzt immer im Vorfeld um die Reichweite von denen, weil es ja auch mal um dieses Thema Reichweite ging. Und was mich ehrlich gesagt bei dieser Aussage wundert, also ich meine, wenn der Peter jetzt wirklich regelmäßig nicht arbeiten gegangen ist, obwohl er behauptet hat, arbeiten zu gehen, dann muss ihr doch irgendwann mal aufgefallen sein, dass er scheinbar kein Geld aufs Konto wandert. Also du merkst ja, wenn dein Partner irgendwie kein Geld hat. Und ich meine, so viele Ersparnisse wird er jetzt nicht gehabt haben. Insofern finde ich das alles ein bisschen strange, aber kann ja sein. Ne? Was ich auch ein bisschen komisch fand, ihr könnt mal in das Interview reinhören, weil das ist der letzte Part, den ich hier jetzt bekannt gegeben habe, aber hört euch das jetzt mal ganz kurz an. Sie hat irgendwo noch in diesem Interview erzählt, dass er aus einer bestimmten Zeit, weil hier bei mir war das jetzt gerade nicht drin, deswegen habe ich mich gewundert, aber ich wollte euch das mal ganz kurz erzählen, dass er aus einer bestimmten Zeit 3.000 Euro Unterhalt gezahlt hat, wo ich mir dann so die Frage stelle, 3.000 Euro Unterhalt? Also wie viele Kinder hat er denn? 100? Oder wie viel muss er denn verdient haben, um 3.000 Euro Unterhalt zu bezahlen? Denn wenn ich mich richtig erinnere, ich bin zwar nicht in der Materie drin, aber habe ich, glaube ich, letztens mal irgendwo gelesen, dass der Unterhalt ja auch so ein bisschen an das Einkommen geknüpft ist. Ne? 3.000 Euro Unterhalt, hat Iris gesagt, finde ich ein bisschen strange. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand es interessant, was sie gesagt hat. Und guckt euch das Interview an, da sind noch mehr Punkte drin. Ich finde das total schade, dass sie sich da generell mal so ausführlich in Interviews in Anführungsstrichen verwehrt, weil das ja schon interessant ist, was sie sagt, auch wenn sie manchmal so ein paar Spitzen verteilt, wo das dann so ein bisschen so, wo man sagen könnte, sie ist dann ein bisschen zu emotional. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Aber generell hat sie ja was zu erzählen und hat ja scheinbar auch das Bedürfnis, etwas zu erzählen, sonst hätte sie ja diese Voice ist nicht an Mike Hale geschickt, damit er die als Video veröffentlichen kann. Und sie hat ja dieses Video auch beworben. Naja, gut. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dieser Thematik zu sagen habt. Schaut es euch gerne an. Ich freue mich auf euer Feedback. Bleibt bitte sachlich in den Kommentaren. Und das war es erstmal an dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.